Für die Tiere ist es ein Lebensraum, für die Umwelt ein Spender von frischer Luft und sauberem Trinkwasser. Unter anderem deshalb sind Wälder von großer Wichtigkeit. Der Minister für den ländlichen Raum in Baden-Württemberg, Peter Haug, sprach jetzt im Stuttgarter Landtag über den Zustand der Wälder in Baden-Württemberg. Die Wälder des Landes erholen sich. Die Baumarten Buche und Tanne haben sich wieder regeneriert. Der Zustand der Kiefern, Eschen und Eichen hat sich jedoch verschlechtert. Schuld daran ist unter anderem der Klimawandel. Deshalb ist die Weißtanne ein Baum, auf den der Minister setzt. Auf die Tanne werden wir in Zukunft nicht verzichten können und wollen, weil sie auch klimastabil ist. Wir müssen ja mit Erwärmungen rechnen, in den nächsten Jahrzehnten mit weiteren Erwärmungen bei Zunahme der Witterungsextreme, also Trockenheit und Niederschläge. Die Tanne habe früher Probleme gehabt. Das Waldsterben, das damals prophezeit worden war, blieb jedoch aus. Wir haben hier in den 80er Jahren, da sieht man diese Wachstumsdepression, Schwefeldioxid sehr gut, ganz enge Jahrringe, das heißt ganz geringen Zuwachs. Das hat sich stabilisiert mit den 90ern wieder und bis zum heutigen Tag eigentlich, dass die Wachstumssituation der Tannen sich ganz erheblich wieder verbessert hat. Der Klimawandel bereitet unter anderem der Eiche einige Probleme. Durch die erhöhte Temperatur gäbe es mehr Raupen, die die Bäume befallen. Das größte Sorgenkind der Förster ist allerdings die Esche. Die Ursache ist klar, das Eschentriebsterben, verursacht durch einen pilzlichen Erreger, dem falschen weißen Stängelbecherchen. Dieses setzt der Baumart weiter zu. Diesen Pilz gäbe es aber noch keine 10 Jahre. Baden-Württemberg müsse damit rechnen, dass die Esche in den nächsten Jahren zurückgehe. Aus dem Pilzbefall können Probleme wie das unkontrollierte Umfallen von Bäumen entstehen. Ein kleiner Prozentsatz sei jedoch gegen den Pilz resistent. Neben der leidenden Esche ist die Fichte ein Sorgenkind der Förster. Der Charakter wird sich verändern. Wir versuchen natürlich jetzt, die Fichte, dort wo sie ausfällt, in den tieferen Lagen, weil sie nicht so hitzeresistent ist, weil sie nicht so trockenresistent ist, zu ersetzen, künstlich durch die Douglasie oder durch die Weißtanne. Auf Nachfrage von RTF1 betonte der Rektor der Forsthochschule Rottenburg, Professor Bastian Kaiser, die Wichtigkeit des Waldzustandsberichts. Den Rottenburger Experten fehlt aber eine Aussage darüber, wie der Wald richtig bewirtschaftet werden soll, um ihn gesund zu halten und welche Schlüsse man daraus für die Zukunft ziehen soll.